Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Frohe Ostern. Zum gegebenen Anlass spiele ich jetzt die Nebenquest der Hoppelparade. Hab die mir die ganze Zeit aufgehoben, weil, ja, ne, wieso sie nicht spielen, wenn sie auch ein Datum hat, wo sie ein bisschen passender ist. Ich habe kein passendes Team, also müssen wir jetzt einfach mal mit überpowerten Charakteren durch, aber naja. Das Gameplay ist ja hier sowieso nicht so maßgeblich, dass es jetzt so eine große Enttäuschung ist, wenn ich nicht mit Level 5 Charakteren hier mir das Deathmatch des Jahres gebe. Kommt, Kiran! Es ist Zeit für das diesjährige Frühlingsfest! Stellt euch nur all die Helden im Häschengewand vor, denen wir begegnen werden. Oh, ich bin so aufgeregt! Los, gehen wir! Und da frage ich mich gerade, wie regeln die das denn damit, dass das ja ihr seid. Ah, Alphonse, sieh mal, da drüben. Was? Oh nein. Nun, mein süßer Bruder, wenn du schon so angezogen bist, musst du auch wie ein Hase reden. Oh mein Gott, was? Ich hopple auf, das Frühlingsfest wäre zum Beispiel ein guter Anfang. Der Rest kommt dann von allein. Wie ein Hase reden? Was soll denn das schon wieder heißen? Reicht es nicht, dass ich dieses Kostüm trage? Oh Gott, bitte nicht, es ist so. Am besten noch mit so hoppelnden Bewegungen. Oh Gott, nein, ey, die Vorstellung. Es ist so schlimm. Wie aufregend, das sind Versionen von uns beiden aus einer anderen Welt. Hä? Ich dachte, ihr seid nur in Aska. Oder geht's jetzt auch wieder um andere Dimensionen plötzlich? Mit. Ja. Ja, ja. Ja. Lassen wir das Spiel einfach. Ist es nicht schön zu sehen, wie viel Spaß wir miteinander haben? Seriously? Moment mal, sieht das für dich etwa nach Spaß aus? Ich fühle mit dir andere, Alphonse. Ach Mensch. Dabei. Ach, ist das Frühlingsfest doch so eine tolle Angelegenheit. Fällt mir gerade auf, warum spiele ich eigentlich noch so, weil wo ich wen hinplatziere, ist eh egal. Ach, ich kann auch schon direkt angreifen. Ja, nee, dann warte ich natürlich auch nicht. Ja, der Autoplay hätte hier, das Autoplay? Ja, das Autoplay, aber Autobattle ist es ja hier. Ach ja, Gott. Bring ich so oft durcheinander mit den damaligen Sachen von YouTube. Yes. Naja, aber das Auto-Battle hätte es eigentlich auch komplett getan. Oh, wir haben verloren. Jetzt müssen wir uns wohl in unseren Kaninchenbau zurückziehen. Auch wenn du mich den ganzen Tag mit diesem Häschenblick ansiehst, Sharina. Ich werde nicht vom Schlachtfeld hoppeln. Komm, wir gehen. Wenn, dann müsste doch eigentlich das Pferd hoppeln, oder nicht? Häschenmission. Ein Ninja muss eins mit seiner Umgebung werden. Das ist die erste und wichtigste Regel. Aber dieses Kostüm, dieses Fest. Als ich die Mission erhielt, an einem Turnier teilzunehmen, hatte ich keinen Grund zur Besorgnis. Doch dann sah ich dieses Kostüm. Hoffentlich begegnet uns hier niemand, den wir kennen. Wir können uns der Pflicht nicht entziehen. Wir müssen unsere Gefühle hinten anstellen und mit Gewissenhaftigkeit und Stolz kämpfen. Ihr habt recht, wir müssen unsere Mission erfüllen, was auch immer dafür verlangt wird. Das nenne ich mal Dedication und so. Oh boy. Ja, und gerade war ich ja nochmal so darauf, so mich an YouTube zu erinnern. Ach ja, und die Änderungen. Ich dachte zwischenzeitlich schon so, okay, vielleicht spinnt mein Browser, aber neuerdings ist es wohl Standard, dass die Videos teilweise 10 Minuten bis was weiß ich nicht wie viel Zeit brauchen, bis sie auf dem Kanal erscheinen. Also nicht nur das, wo ich sowieso schon gedacht habe, dass sie da nicht hingesendet werden, also oder richtig rübergepackt werden in die Abo-Box und so. Aber ja, dass selbst nicht mal, wenn man die Videos selbst
gerade freigeschaltet hat, dass man gucken kann, ob alles so ist, wie es sein soll. Weil ganz oft habe ich es auch gehabt, dass ich das Thumbnail, also das Thumbnail wurde einfach nicht übernommen. Man hat es im Videomanager gesehen, aber es war dann halt nicht auf dem richtigen Video drauf auf dem Kanal. Und so eine Sachen konnte ich dann nicht mehr überprüfen, weil, ich sehe ja nicht, wann das Video da ist. Und nochmal extra 10 Minuten warten, um dann zu gucken, boah, aber ja, YouTube. Wir wurden bezwungen, welch Schande. Wir müssen uns zurückziehen und auf unsere nächste Gelegenheit warten. Ach ja, zur Feier des Tages werde ich auch noch mal ganz kurz, glaube ich, an diesem Part eine Beschwörung ranhängen. Oder mache ich das einzeln? Na, ich glaube, ich mache das einzeln und schalte es dann zusammen, weil sich das als Video besser zusammenpacken lässt. Dann kann ich einfach die Beschwörungspart zusammenschneiden und das gleich als einen großen Part nutzen und müsste jetzt nicht so das Thumbnail splitten und so. Ja, das ist einfach durchgearbeitet, glaube ich, viel, viel schöner. Das Turnier ist bald zu Ende. Der nächste Kampf entscheidet über den Sieger. Alphonse, ich frage mich, wie es sein kann, dass wir hier diesen anderen Versionen von uns selbst begegnen. Das frage ich mich auch. Wie ist das möglich? Unsere Welt ist mit zahllosen anderen Reichen verbunden. In einigen davon gibt es einen legendären Helden namens Kiran. Aha, okay. Und in anderen ist es eine völlig andere Person. Es gibt sogar Reiche, in denen wir uns als Hasen verkleiden. Zum Glück gehört meines nicht dazu. Naja, vielleicht wird das ja demnächst ein Brauch, Alfie. Freu dich nicht zu früh. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Bei unbegrenzter Zeit und Reichen, die sich unendlich ausbreiten, könnte man sogar sagen, dass... Schon verstanden. Bist du sicher? Ich kann meine Erklärung gern ausführen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Reiche im Grunde gar nicht so verschieden sind. Aber genug geredet, es ist Zeit zu kämpfen. Versucht das Spiel hier irgendwie so ein bisschen zu erklären, was abgeht? Ich halte das für sehr, sehr, sehr egal. Weil, keine Ahnung, es ist hier doch sowieso alles so lose zusammengefriemelt, dass es ja eigentlich jetzt nicht groß das Ding ist. Und wie wird Ostern eigentlich bei euch verbracht? Ist das ein Fest, das mittlerweile oder beziehungsweise immer noch einen größeren Wert hat? Weil ich muss so sagen, wenn es danach dem geht, was ich mittlerweile so erlebe, ist Ostern so, ja, wenn jetzt sich ein Familienmitglied einlädt, dann passiert da irgendwie nicht mehr viel. Geschenke gibt es auch schon Ewigkeiten nicht mehr, aber das ist bei mir zumindest auch immer sehr, sehr spärlich ausgefallen, beziehungsweise es ist halt Ostern. Da reicht es doch irgendwie ein bisschen Schoki zu kriegen und im Garten Eier zu suchen. Zumindest habe ich das bei meiner Oma immer gemacht. Aber so ein krass fettes Fest wie teilweise Weihnachten oder Geburtstage war es bei uns nicht. Und das fand ich halt auch immer okay. Aber was ich dann teilweise auch gehört habe, wie fett Ostern in Häkchen gefeiert wird, dachte ich mir so, wow. Jetzt kenne ich halt keine Kinder. Also zumindest im direkten Umfeld kenne ich keine und kann halt nicht beurteilen, ob sich das so in der Allgemeinheit verschlimmert hat, also ob es jetzt normal ist, da richtig viele Geschenke rauszuhauen, oder ist es eigentlich in ganz vielen Fällen auch immer noch so ein Mittelding, wenn es denn überhaupt gefeiert wird. Wir sind hier gut durchmischt und so weiter und so fort, dass man das vielleicht, wenn es religiös, wobei, ey, gerade wenn es um Religion geht, ey, das interessiert doch heutzutage kein mehr so wirklich. Kann mir auch keiner erzählen, dass Weihnachten groß irgendwie hochgehalten wird, dass Jesu Christi geboren wurde. Ohne Witz, nee. Nee, das... Nein, es ist das, was man größtenteils sieht, einfach nur eine schöne kommerzielle Geschichte. Mit Coca-Cola, die dann noch die Weihnachtsstimmung mit dem Coca-Cola-Truck und so einläuten, all diese Sachen, aber größtenteils werden doch die wenigsten diese Zeit noch mit,
dem eigentlichen Religiösen verbinden, was dahinter steckt. Ähnlich sehe ich das auch bei Ostern. Ja, und so wie sich das ja meistens auch noch entwickelt, die Leute denken dann weniger daran, wo ein Brauch eigentlich herkommt, sondern es wird halt nur noch irgendwie gefeiert und ja. Ostern, dann geht's um Hasen, keiner kann genau sagen, wieso. Na, eigentlich sollte man das ja auch wissen, aber ja, egal, ich will jetzt hier keine Geschichtsstunde abhalten. Denn eigentlich sollte der Part jetzt hier auch gleich zu Ende gehen, war aber nur so ein kurzer Gedanke so von wegen, ja, was passiert Ostern jetzt eigentlich so groß? Ich hatte jetzt auch keine große Family Action dieses Jahr, bin auch ein bisschen knapper dahin zu fahren, dass das halt nicht so ging. Mein Freund war dann aber bei seinen Eltern und so, die haben was gemacht, da war es für mich auch ein bisschen zu teuer, um nur für ein Essen hinzufahren, um da dann zu sein und zu sagen, so ja, hier schön frohe Ostern. Viel passiert, wie gesagt, nicht mehr. Na, okay, ich bedanke mich an der Stelle noch nicht fürs Zuschauen, weil ich bin ja auch gar nicht am Ende. Oh Gott, peinlich, peinlich, peinlich. Aber gut, hier jetzt nochmal den Teil zu Ende und dann aus. Das reicht, ich muss schon sagen, andere Scharina, du hast dich gut geschlagen. Danke, du warst aber auch nicht schlecht. Du bist stark und dein Kostüm ist wirklich entzückend. Danke, am besten gefallen mir die putzigen Ohren. Die mag ich auch echt. Mir auch. Wir scheinen den gleichen Geschmack zu haben. So eine Überraschung aber auch. Wie sollte es auch anders sein? Schließlich bist du ich und ich bin du. Haha. Na, nein, das war ich. Nein, nein. Die beiden verstehen sich ja wirklich prächtig. Das kann man wohl sagen. Nichts für ungut, aber es sieht aus, als wärst du nicht gerade zu beneiden, dieses Kostüm. Du verstehst mich also. Es tut gut, endlich mit jemandem zu reden, der das genauso sieht. Sind wohl nicht nur die Scharinas, die sich ähneln. Ich könnte übrigens einen Rat gebrauchen. Aber sicher, mir fallen auch jede Menge Dinge ein, die ich gern besprechen würde. Komm schon, Alphonse, statten wir dem Fest einen Besuch ab, bevor es zu spät ist. Oder wie meine Häschenfreundin Scharina sagen würde, hoppeln wir los. Ich würde es zwar anders ausdrücken, aber du hast recht. Sehen wir es uns mal an. Ja, und da ist es auch schon vorbei. Und irgendwie haben Kagero und Catria gar nichts mehr dazu zu sagen gehabt. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber ja. Ah, fällt mir gerade ein, aus welchem Spiel sind denn eigentlich Catria und Kagero? Die sind doch aus demselben Spiel. Und hatte ich irgendeinen Charakter dabei, vor den sie sich hätten schämen können? Ich gucke das, glaube ich, gleich nochmal nach. Ich werde es natürlich nicht einblenden, weil wenn ich das Video schneide, habe ich das bestimmt wieder vergessen. Aber ja. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle jetzt wirklich fürs Zuschauen. Hoffe, der Part hat euch gefallen und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Liebe Grüße, eure Kyoko.